Ja, wir haben also hier einen Dachschulbrand auf einer Länge von ca. 30 oder von der Fläche von 30 mal 10 Meter in einem sechsgeschossigen Wohnhaus hier in der Castellumstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 2 stand der Dachstuhl bereits in vollen Flammen. Wir haben insgesamt zwei Verletzte, zwei Schwerverletzte, einmal männlich, einmal weiblich, einmal mit Verbrennungen. Diese Person wird ins Krankenhaus nach Offenbach verbracht. Eine weitere Person mit einer massiven Rauchgasintoxikation wird ins Pasti in die Druckkammer verbracht und dort entsprechend behandelt. Wir haben unseren Betreuungsbus vor Ort, die sind alarmiert. Sie werden sich um die betroffenen Personen kümmern und auch gegebenenfalls um eine Unterkunft sich bemühen. Wir haben insgesamt Alarmstufe 3. Alle drei Feuerwehren sind durch die freiwilligen Feuerwehren besetzt. Wir haben mehrere Rettungsdienstfahrzeuge, OLRD, LNA vor Ort. Und wir gehen davon aus, dass wir so noch ca. 2 bis 3 Stunden Arbeitszeit hier haben, bis wir den Einsatz beenden können.